herzlich willkommen bei TV Total. Heute mit der Video-Weltpremiere von Max. Außerdem zu Gast der Hauptkommissar aus Balko, Ludger Pistor. Und hier ist Ihr Gastgeber, Stefan Raab. Herzlich willkommen bei TV Total heute Abend. Ja, tolle Gäste, tolles Programm. Und haben Sie Real gegen Bayern gesehen? Herzlichen Glückwunsch, Oliver Kahn. Tolles Tor, oder? Ja. So. Ja. Wie ist das Spiel eigentlich ausgegangen? Ich konnte die letzten 10 Minuten nicht mehr sehen, weil ich so einen Lachanfall hatte. Haben Sie das Tor gesehen? Wunderbar. Bayern München führt. Ja. Und dann gibt es einen Freistoß. Der wird geschossen von, wer hat geschossen? Roberto Carlos. Natürlich Roberto Carlos. Und Oliver Kahn, ja, schauen Sie sich das mal selber. Unhaltbar für mich, ehrlich gesagt. Unhaltbarer Ball. So irgendwie, oder? Sah für mich nach Absicht aus, oder? Hat bestimmt so im privaten Umfeld so 1-1 getippt. Weißt du, hat sich gedacht, komm hier. Als wenn er sagen wollte, hier Junge, hier geht's lang, komm. Wie so ein Polizist, so, der den Verkehr regelt, hier. Ja, können Sie sich vorstellen. Und ja, das war nicht zu erwarten, oder? Dass Roberto Carlos so hart schießt, das konnte man ja nicht wissen. Ja? Da muss man schon ein bisschen aufpassen. So, und dann, meine Damen und Herren, was anderes von der Champions League. Und zwar der spanische Verein Celta, spreche ich das richtig aus? Celta de Vigo hat gegen Arsenal London gespielt. Und da schießt ein Spieler ein Tor, und zwar Edu, der Brasilianer Edu. Und der Kommentator, der deutsche Kommentator dieses Spieles, lässt es sich nicht nehmen, diesen billigen Witz zu machen, der jedem auf der Zunge liegt. Schauen Sie hier. Einmal rechts, einmal links. Edu und Tor. 2:1 für Arsenal nach 58 Minuten. Ein sensationeller Treffer. Da kann man nur sagen, ey, du, was machst denn du da? Ey, du, super Extraklasse. So. Dann habe ich was gesehen bei Spiegel TV. Und zwar wurde unser Superminister Wolfgang Clement nach einem politischen Witz gefragt. Und ja, das fand ich so beeindruckend, dass ich den hier mal kurz zeigen möchte. Herr Minister, eine Frage. Es ist ja nun gerade Karnevalszeit. Haben Sie einen politischen Lieblingswitz, den Sie uns erzählen können? Ja. Ich habe mehrere politische Lieblingswitze, aber die kann ich jetzt nicht alle erzählen, muss ich sagen. Aber einen vielleicht? Ja, aber den würde ich jetzt nicht öffentlich erzählen. Da fällt mir gleich ein anderer ein. Dann erzählen Sie doch den anderen. Also, wissen Sie schon, wie die Zeitschrift heißt für Blondinen? Die geht's ja rauskommen. Für ihr. Die müssen sich sehr anstrengend zum Nachdenken. Sehr sympathisch, Wolfgang Clement. Solche Leute. Mir ist aber sehr sympathisch, dass sich Wolfgang Clement überhaupt dazu hinreißen lässt, einen Witz zu erzählen. Andere würden sagen, nee, mach ich nicht, da leidet meine Seriosität drunter. Jetzt brauchen wir solche Leute, die den politischen Witz nicht scheuen, meine Damen und Herren, jetzt, wo Harald Schmidt Urlaub macht. So, und dann habe ich noch einen Ausschnitt von der Tagesschau. Es gibt immer so ein Wirtschaftsbarometer, so ein Konjunkturbarometer. Das ist der IFO-Geschäftsklima-Index. So heißt das. Der IFO-Geschäftsklima-Index. Und die Sprecherin
Das ist sehr gut, oder? Die Versprecherin, die Sprecherin, die Tagesschau-Versprecherin. Ja, aber ist ja auch... Ja, es ist ja auch eine, die Tagesschau-Versprecherin, die Sie jetzt sehen, meine Damen und Herren, bekommt das mit dem IFO-Geschäftsklima-Index nicht hin. Schauen Sie mal. Erstmals seit 9 Monaten hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft wieder leicht verschlechtert. Der IFO-Geschäftsklima-Index sank im Februar von 97,5 auf 96,4 Punkte. Geschäftsklima-Index und nicht der Geschlechtsklima-Index. Ja? Wenn der Geschlechtsklima-Index bei Ihnen, meine Damen und Herren, in den letzten 9 Monaten gesunken ist, ja, da kann ich nur eins empfehlen, duschen. Ja? Der Geschlechtsklima-Index nicht verwechseln mit dem Geschäftsklima-Index. Also, mit anderen Worten gesagt, die deutsche Wirtschaft hat Sackratten. Ja? Das wollte sie sagen. So, und dann ein kleiner Ausschnitt aus Verstehen Sie Spaß. Da war die große Jubiläumssendung letzten Samstag. War die große Jubiläumssendung und da gab es einen, ja, einen, wie nennt sich das, Motivationstrainer, der Herrn Frank Elstner einige Tipps geben wollte und dabei doch etwas ungezogen war. Schauen Sie hier. Erzählen Sie unseren Zuschauern, was machen Sie beruflich? Also ich bin Motivations- und Verkaufstrainer. Ja. Ja, und... Das heißt, Sie bringen den Menschen bei, wie man besser verkaufen kann. Wie man besser verkaufen kann. Da können Sie mir ja noch viel beibringen. Ich hoffe das. Ich könnte Ihnen eventuell was beibringen. Was mache ich denn falsch? Ach, ich weiß es gar nicht. Das würde den Arm vielleicht sprengen, wenn ich Ihnen das alles so hier heute... Toll, oder? Etwas unverschämt. Gegenüber einer Koryphäe wie Frank Elstner so etwas zu sagen... Ja. Das bitte, bitte ein bisschen mehr Respekt vor Frank Elstner. Schließlich hat Frank Elstner ja das Einschlafen vor dem Fernseher erfunden. So, und dann etwas von der ZDF-Sendung Hüttenzauber. Und zwar moderiert von unter anderem Thomas Orner. Und Thomas Orner, da haben wir Ihnen ja in einer der letzten Wochen schon mal einen lustigen Ausschnitt gezeigt. Thomas Orner mutiert immer mehr zum Comedian. Was der an Gags raushaut, da bleibt kein Auge trocken, kann ich nur sagen. Der Meister des Humors hat wieder zugeschlagen. Schauen Sie hier. Aber eine Berlinerin und ein Bayer hier in Seefeld, das ist der Beginn einer großen Freundschaft. Aber ihr in Berlin habt ja auch einen Berg, den Schuldenberg. Also da kann man ja auch ein bisschen Skifahren, oder? Ja, das ist der feine Herr Orner, ja, das ist der, macht jetzt politisches Kabarett. Ja, das ist neu. Ist gut, wenn auch einmal einer den Mächtigen auf die Finger klopft, meine Damen und Herren. Ja. Und ja, jetzt kommt noch ein Ausschnitt von Herrn Orner. Und zwar sieht er einen jungen Mann im Publikum. Und das ist so ein Witz, wo wir sagen, beim Verlassen des Kindergartens haben die meisten gesagt, nein, den machen wir ab heute nicht mehr. Ja? Aber Herr Orner, schauen Sie hier, gibt noch mal richtig Gas. Auf Sie warten natürlich 2 Stunden jede Menge Spaß, Schnee, Action pur. Und natürlich feiern wir morgen Rosenmontag auch ein bisschen Karneval, ein bisschen Fasching, ganz ausgelassen. Grüß Gott, Sie sind auch da. Wie ist Ihr Name? Sascha. Tolle Maske, super. Ja, danke. Nehmen Sie mal ab. Ja, oh, Verzeihung. Oh, Entschuldigung. Ja, Tommy Orner, der neue Mann, mein Name, der kommende Mann bei 9 Live. Ja, so. Ja, meine Damen und Herren. Aschermittwoch heute, denn heute ist was? Heute beginnt was? Die Fastenzeit, genau, meine Damen und Herren. Die Fastenzeit oder wie Rainer Kallmund sagt, Winterschlaf, ja? Und ja, Fastenzeit heißt also wenig essen, ja? Man verzichtet auf allen Luxus. Im Prinzip im Osten heißt das, alles bleibt beim Alten, ja? Und jetzt haben wir aber 3 tolle Gründe, meine Damen und Herren, warum Sie jetzt nicht fasten sollten. Bitteschön. Hier sind 3 gute Gründe, jetzt nicht zu fasten. Erster Grund, jetzt nicht zu fasten. Menschen, die fasten, sind einfach nicht glücklich. Sie leben nur von der Hand in den Mund oder vom Fuß. Lecker, Almir. Lecker. Zweiter Grund, warum fasten? Es gibt auch noch so viele köstliche Leckereien, die Sie noch essen müssen. Zum Beispiel Bowlingkugeln oder... Gyros mit Tzatziki. Rosig Halupschi? Champignon-Creme-Suppe. Butterwirne. Aber bitte mit Sahne. Pommes. Fritten. Fett. Die Tauben gehen geschissen. Drittens, Sie brauchen nicht lange und mühsam zu fasten. Es gibt auch die plastische Chirurgie. Oh.
Ja, drei Gründe nicht zu fasten, meine Damen und Herren. In der Fastenzeit. Ja, meine Damen und Herren, jetzt kommt ein Mann, der seit 10 Jahren mittlerweile, seit 10 Jahren den Hauptkommissar Krapp in der erfolgreichen Serie Balko spielt. Ja? Wenn Sie irgendwie Stress haben, rufen Sie den Kriminalkommissar, wenn Ihnen sowas passiert. Du musst doch nicht jetzt unbedingt meinen Bruder anrufen, Alter. Und es hat sich letzte Woche, wann war das letzte Woche? Letzten Donnerstag lief die 100. Folge von Balko. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, hier ist Ludger Pistor. Eine sehr, sehr erfolgreiche Serie. 100 Folgen. In jeder haben Sie mitgespielt? Ja. Ausnahmslos jeder. Ja, es gab keine Folge, wo ich nicht mitgespielt habe. Und jetzt ist es ja, jetzt wird ein neuer Balko gesucht, oder? Das spiele ich auch wieder mit. Wir fragen, warum werden Sie nicht befördert? Das ist im Skript nicht vorgesehen. Ach so. Ja. Dass die Serie jetzt umgenannt wird in Krapp. Meinen Sie, das sollte man machen? Der Balko ist doch Ihr Chef, oder? Nee, ist er nicht. Ist mein Kollege. Soll man die Serie umbenennen in Krapp? Okay, wir machen das. Ja, jetzt wird ein neuer Balko-Darsteller gesucht, oder? Ja, wird gesucht, ja. Bisher hat das Bruno Ayron gespielt. So ist es. Nach welchen Kriterien wird er ausgesucht? Der soll genauso aussehen wie Bruno Ayron. Ach so. Wirklich? Ja, also der Neue, der spielt, der heißt dann auch Balko? Oder? Ja. Beim Alten war es ja anders. Der Alte zum Beispiel, da wurde ja Neuer Alter, der hieß aber dann auch in der Serie anders. Nee, ist immer Balko. Also der heißt immer weiter Balko. Die Serie hieß immer Balko und der Darsteller hieß auch immer Balko. Und das wird auch so weitergehen. Gab schon mehrere Balkos? Ja, jetzt kommt der dritte. Ach, das ist schon der zweite Balko? Das ist schon der zweite, jetzt kommt der dritte Balko. Ach so. Und ich glaube... Bei Kommissar Rex hat man das ja nicht gemerkt, wenn die den Köter ausgetauscht haben. Ja, eben. Das ist aber einfacher. Bei Balko ist es ein bisschen schwieriger. wie wird der jetzt gesucht? Haben Sie da auch Mitspracherecht? Ja, wir suchen da. Ich gehe da immer hin. Und dann kommen die Kandidaten und dann spiele ich mit denen. Und dann, wenn wir dann einen haben, der dann wirklich... Ja, dann... Ja, dann nehmen wir den. Dann nehmen wir den. Ja. Besteht da kein Zeitdruck? Wann muss der denn da sein, der neue Balko? Der müsste eigentlich schon denken, wir wollten eigentlich in 2 Tagen anfangen zu drehen. Aber, ach. Ja, aber das haut nicht hin, weil wir keinen haben. Ach so. Vielleicht liegt es auch an mir, ich weiß ja nicht. Sind Sie guter Kollege? Halten Sie sich ja, ich bin super. Na, ja. Wirklich. Ich bin ja total... Es ist ja manchmal so. Ja gut. Man könnte natürlich jetzt denken, mein Gott, 10 Jahre halt eben der erste Balko geht, der zweite Balko. An was könnte es liegen? Ja, nee, das kann ja auch. Das liegt vielleicht an denen, der bleibt. Das könnte man meinen, aber. Ja, es gibt ja Schauspieler, die dann so eitel sind und sagt der eine, der spielt jetzt den Balko und die Serie heißt Balko. Warum kann ich nicht mal auch irgendwie? Und so, das da gibt es überhaupt keine Ambitionen. Nein, überhaupt nicht. Ich bin da ganz zufrieden und sehr bescheiden und so. Ja. Das ist überhaupt kein Thema. Den Eindruck machen Sie ja. Ja, ich weiß, ja. So, haben Sie denn auch so privat, sagen wir mal, kriminaltechnisches Verständnis entwickelt? Lernt man da wirklich was über die Kriminologie? Nicht. Nee, oder? Gar nicht. Nein. Nee. Ich habe einmal einen Kurs gemacht bei der Dortmunder Polizei mit Schießen und Festnehmen. Ah, ja. Das war so 1 Stunde Einweisung. Wie man jemanden an die Wand stellt und so weiter. Ja, das also, wissen Sie aber. Ja, irgendwie umdrehen an die Wand. Mehr und mit der Wumme können Sie auch umgehen? Ja, ich schieße halt oft. In der Serie schon. Kommissar Krapp? In den amerikanischen Serien schießen die ja immer so. Ja. Ich schieß so. Also von oben. So. Hände hoch. Hände hoch.
Ja, das schießen Sie? Naja, ich schieße halt, so? Schieß halt so. Das Wichtige die deutsche ist, Polizei halt schießt. Ja, na, das Wichtige ist halt eben, dass man macht das deshalb so, damit Gesicht und Waffe in der Kamera ist, beim Close-Up. Deswegen so, ist das ja. Deswegen ja. Serien alle. Ach, klar, zack. Nicht? Halt eben, wenn man jetzt die Waffe da unten hält, dann kann man das ja nur in der Halbtotalen zeigen. Ah, okay, das ist es ja. Aber ich schieße halt immer so, man muss halt immer aufpassen, dass der Daumen nicht da im Weg ist, sonst kommt der Schlitten und haut dann den Daumen weg. Das ist die Gefahr bei der Schlitten? Der ist so ein Schlitten, der immer hin und her geht, wenn man keinen Revolver hat. Wir haben schießen nicht mit echten Waffen dort, oder? Doch, doch, ja, ja. Aber, ja. Aber natürlich nur mit Platzpatronen, oder? Ja, das denke ich schon, ja. Ach so. Vielleicht wird auch deswegen ein neuer Balko gesucht. Und Sie wissen gar nicht, was Sie da in letzter Zeit angerichtet haben. So, ich fahre jetzt mal rüber. Wir wollen mal ein paar Kriminalfälle lösen. Okay. Ja, weil als Kriminalkommissar, Hauptkommissar müssen Sie ja irgendwie ein bisschen Ahnung schon haben. So, wir gucken mal. Gehen wir mal hier hin. So, das ist ein Tatort. Ja? So. Kann man das mal mit der Kamera von oben zeigen, dass man mal genauer sehen kann? So, was könnte hier passiert sein? Also, eine Schlange ist gekommen. Ja. Ist also hier weitergelaufen. Mhm. Hat sich umgedreht, wieder zurückgelaufen. Traf auf die Katze gebissen. Ja. Und ist weitergegangen. Nicht ganz richtig. Das ist Daniel Kübelburg, der zuerst die Katze überfahren hat und dann mit dem Gurkenlaster zusammengestoßen ist. Ja. Aber wir haben noch ein anderes Beispiel. Könnt ihr das mal entfernen? Wir haben nämlich noch einen anderen Tatort. Jetzt wird es nämlich etwas schwieriger. So, Tatort Nummer 2. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Sie darauf kommen, was das sein könnte. Was könnte hier passiert sein, Herr Hauptkommissar? Also das sind Federn. Richtig, Federn ist richtig. Das ist ein Rasen. Rasen ist auch richtig, sehr gut erkannt. Ball. Ball, ja. So wurde das bei Balko gespielt, oder? So ja. Hat man schon wieder 2 Minuten der Serie gedreht. Ja, natürlich, ja. Ball. Ja. Balko. Aber das ist ein Bass. Was für ein Ball? Was für ein Ball? Es ist kein Tennisball. Richtig. Es ist ein Ball, der geschlagen wird. Ein amerikanischer Ball. Ein amerikanischer Ball, die mit dem Schläger. Genau. Wie heißt das? Baseball. Ja, Baseball. Genau, es ist ein Baseball. So, und jetzt, was ist hier passiert? Da gab es ein Tier noch wahrscheinlich. Was? Ein Tier war im Spiel. Offensichtlich war ein Tier. Oder ein Kissen. Bitte? Oder ein Kissen. Ein Tier oder ein Kissen. Ein Kissen könnte auch im Spiel sein. Oder, einer mit einer Skijacke. Könnte auch im Spiel gewesen sein. Glaube ich nicht. Ich glaube, es war ein Tier oder ein Kissen. Ein Tier oder ein Kissen? Ja. Wollen wir uns mal die Auflösung angucken? Was eigentlich passiert ist? Ist nicht einfach. Wahrscheinlich werden Sie nicht drauf kommen. Es ist ein Greenvieh. Ein was? Ein Greenvieh war es. Ein Greenvieh? Vielleicht gucken wir uns mal die Auflösung an. Schauen Sie mal, da können Sie es sehen. Achtung, genau das ist passiert. Der abgeschlagene Baseball traf zufällig die Taube und nicht den Schläger. Das arme Tier hat leider nicht überlebt, aber der andere Pechvogel, Baseballspieler Randy Johnson, passt künftig sicher besser auf. Ja, toll, das ist eigentlich passiert. Ist das super? Ja. Da hat der Werfer die Taube abgeschossen, die da gerade über den Platz fliegt. Ist das ein Zufall? Glaube ich nicht. Doch, haben wir doch gesehen gerade. Ach so, ja, doch. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Nicht aufgepasst haben. Ja, 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 ja. Herr Hauptkommissar Krapp, was ist denn hier passiert? Jetzt wird es nämlich schwierig. Schuhe. Damenschuhe. Damenschuhe, richtig. High Heels. High Heels. Perücke. Karneval. Ja. Könnte auch Thomas Gottschalk sein, aber ich wollte es nicht sagen. Karneval falsch. Was ist das? Sparschwein. Ein zerbrochenes Sparschwein, richtig. Hund. Was für ein Hund? Pudel. Pudel, richtig. Pudel.
Sparschwein, Frauenschuhe, Pudel, blonde Haare, schwarzer Hut. Und eine etwas dickliche Person, die offensichtlich hingefallen ist. Herr Hauptkommissar, was könnte passiert sein? Irgendetwas Aktuelles? Ja. Irgendjemand hat irgendjemand verlassen. Kann man so nicht sagen, nein. Ja doch, hat die guten Geister haben jemanden verlassen, das kann man vielleicht sagen. Hat hingeschmissen sozusagen. Ist aus Versehen vielleicht. Ich mach's mal einfach, wir zeigen mal die Auflösung. Ja. Wo findet man ein Sparschwein? Bei? Wie heißt die Sendung, wo es immer Sparschweine gibt? Bei was bin ich? Genau, und jetzt gucken wir mal, was dort passiert ist, meine Damen und Herren. Das ist der Tatort hier. Das ist passiert. Naja. Aber schon sehr gut kombiniert. Aber ich war nah dran. Nah dran, das stimmt. Ja. Dann geht's weiter. Wann ist die nächste Balko-Folge? Die nächste Balko-Folge ist morgen. Morgen Abend, 21:15 bei RTL. Ja. Die nächste Balko-Folge unter dem Titel Krapp, meine Damen und Herren, mit Luzka Pistor. Und bedanke mich recht herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind. Luzka Pistor, meine Damen und Herren. Ja, nochmal, meine Damen und Herren, am letzten Donnerstag unsere letzte Finalshow SSDS GPS. Stefan sucht den Super Grand Prix Star. Wir haben einen jungen Mann in der Sendung gewählt, beziehungsweise Sie haben den gewählt, die Zuschauer, der zur Grand Prix Vorausscheidung nach Berlin fährt, falls wir es denn übernächste Woche schaffen, wenn die Platte draußen ist, in die Charts zu kommen. Da hoffen wir sehr auf Ihre Unterstützung und vielleicht ja sogar zur internationalen Ausscheidung nach Istanbul. Und heute ist das Video fertig geworden. Studioaufnahmen haben wir am Wochenende gemacht. Und deswegen begrüßen Sie recht herzlich unseren SSDS-GPS-Sieger Max, meine Damen und Herren. Ja, so hast alles gut verkraftet, oder? Mittlerweile? Ja. Mhm. Ist ein bisschen viel Arbeit, oder? Ja. Hättest du es so schlimm vorgestellt? Es ist gar nicht so schlimm. Es macht viel Spaß, aber es ist echt viel Arbeit. Also Max konnte ja gar nicht mehr richtig feiern eigentlich am Freitag, weil direkt nach der Live-Sendung habt ihr noch bis 8 Uhr morgens Video gedreht. Acht, ja. Ich habe mich aus Kräftegründen um 5 Uhr verabschiedet dann. Und am Wochenende waren wir dann im Studio 3 Tage und haben die Plattenaufnahme gemacht. Und ich finde, es ist sehr gut geworden, das Video. Gefällt es dir? Ich habe das Neue noch nicht gesehen. Ach so, du hast den Endschnitt noch gar nicht gesehen? Nee. Ach nee, habe ich ja gestern Abend erst fertig gemacht. Ja. Das stimmt, du hast die Fassung davor gesehen. Ja. Also siehst du es jetzt auch zum ersten Mal? Ja, keiner gezeigt, auch zum ersten Mal. Sehr gut, aber findest du gut, oder? Ja, ich denke schon. wann hast du festgestellt, dass du so eine begnadete Stimme hast? Ich habe es nicht festgestellt. Irgendwann saßen wir mal abends am Tisch und haben zusammen gesungen mit der Familie. Und dann hat irgendwann meine Mutter alle anderen abgewunken und da war ich 6 Jahre alt, ja, oder so. Da sollte ich dann alleine weiter singen. Und dann hat sie gesagt, ich mach das doch ganz gut und ich soll doch mal irgendwann eine Band haben. Und mit 11 hatte ich dann meine erste Band. Ach, was für Musik habt ihr da gespielt? Ach, nur Rock, Knuckle und Heaven's Door und solche Sachen. Wild Thing war mein Lieblingsstück. Habt ihr noch anderes musikalisches Talent in der Familie oder bist du der Einzige? Nee. Bei uns machen alle durchweg Musik. Also mein Vater spielt seit 25 Jahren, nein, sicher seit 35 Jahren Schlagzeug. Ja. Und meine Schwester spielt Saxophon. Dein Vater ist Musiker? Nee, Gynäkologe. Gynäkologe? Ja. Ach so, hobbymäßig macht er Musik. Dein Vater ist Gynäkologe? Ja. Oder wie wir sagen, Fruchtwasserpirat. Ja. Finde ich eine sehr elegante Umschreibung, oder? Ja. Fruchtwasserpirat, ahoi. Ja. Also er macht in seiner Freizeit Musik. Ja, auch ja. Eine eigene Band, oder? Ja, klar. Lokalband Spätzünder heißen die. Spätzünder? Ja. Spielst du da dann auch mal manchmal mit, oder? Nee. Wir haben da als Vorband immer früher gespielt, als wir noch klein waren, als wir noch 11 waren. Als Vorband? Ja. Wie viele Leute sind in der Band von deinem Vater? 6, glaube ich. 6 Leute. Ja. Und das war nie der Berufswunsch von dir, deinem Vater nachzueifern? Arzt zu werden? Doch, das war mal eine Zeit lang. Aber also, du wolltest auch Gynäkologe werden? Nee, aber Arzt. Vielleicht auch Gynäkologe, aber Arzt auf jeden Fall. Wollte ich eine Zeit lang, aber ich schaffe das nicht, glaube ich.
Du machst gerade dein Abi noch fertig, also hoffentlich, dass du das schaffst. Ja? Wir versuchen dir hier ein bisschen Freiraum zu geben, dass du da nicht irgendwie die ganze Zeit hier mit unsinnigen Fernsehauftritten verplemperst. Und ja, jetzt schauen wir uns mal das Video an, meine Damen und Herren. Wir waren am Wochenende im Studio, haben die Studioaufnahmen gemacht und heute Abend Premiere bei uns. Can't Wait Until Tonight mit Max, bitteschön. Ja, Can't Wait Until Tonight. Und nächste Woche trittst du ja bei uns bei der Bock-WM auf, in Innsbruck. Ja. Ja, da kann man dich noch mal live erleben. Die Zuschauer in Innsbruck vor Ort und sie am Fernseher natürlich. Und dann am 8., wann kommt die Platte raus? Am 8. März. Am 8. März erscheint die Platte. Und ja, dann wollen wir hoffen, dass wir es in die Charts schaffen. Und dann geht's zur Vorausscheidung nach Berlin. Ich bin sehr gespannt. Und wenn Sie wissen wollen, meine Damen und Herren, es ist noch eine Woche bis zur Bock-WM. Morgen in einer Woche ist unsere zweite Bock-Weltmeisterschaft aus dem Eiskanal in Innsbruck, dann schauen Sie sich bitte das hier an. Joa, ihr lieben Ösis, genießt noch eure Ruhe, denn bald ist damit Schluss. Denn der Bock-WM-Zirkus ist im Anflug. Die Bahn ist schon bestens präpariert und steht bereit für die Piloten der Bock-WM 2004. Außer dem Titelträger freuen wir uns auch schon auf Axel Stein, Thomas Anders, DJ Ötzi and the one and only Hackel Schorsch. Und bei den Vierer-Voks begrüßen wir 10 Teams. Und sogar die echte Vierer-Bob-Nationalmannschaft aus Jamaika ist da. Die Bock-WM 2004 aus Innsbruck in Österreich. Die Revanche. Am 4.3. um 20.15 Uhr live. Und nach dem sensationellen Erfolg von letztem Mal haben wir schon wieder eine Wildcard zu vergeben. Das heißt, einer unserer Zuschauer kann wieder an dem echten Rennen teilnehmen. Hier, der von letztem Mal hat doch eine dufte Figur abgegeben. Wenn du Lust hast und über 18 bist, bewerbe dich unter 01378 788 799 und mit etwas Glück fährst du das echte Rennen mit. Und wenn du zu Hause schon mal ein bisschen üben willst oder es einfach nicht mehr aushalten kannst bis zur Bock-WM, kein Problem, da hat der Onkel was für dich. Hier, die Bock-WM als PC-Spiel. Hier kannst du als Pilot schon mal zu Hause in die Pfanne steigen und den Eiskanal runterschießen. Die Bock-WM 2004 und nicht vergessen. Es gibt nur eine Sünde. Feigheit. Genau. Ja, meine Damen und Herren, unsere Bock-WM nächste Woche, 4. März, live um 20.15 Uhr aus Innsbruck. Und mit dabei Max unter anderem, Thomas Anders. Und wenn Sie vor Ort dabei sein wollen, können Sie auch Karten bestellen. Wo Sie die bekommen, können Sie bei uns auf der Homepage www.tvtotal.de herausfinden. Ja, jetzt kommt noch die ProSieben-Reportage, die Big Mac-Baustelle, wenn ein McDonald's-Restaurant entsteht, Teil 2. So, und morgen bei uns zu Gast auch Gegner von dir sozusagen, oder sagen wir mal Konkurrenten von dir, bei der Vorausscheidung in Berlin. Overground sind bei uns zu Gast. Und Rebecca Emanuel. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, meine Damen und Herren. Max!